Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe euch mal ein bisschen was näher rangeholt, denn wir müssen miteinander sprechen. Das wird sowas ähnliches wie das Video um das Thema Sport. Das heißt, ich werde das jetzt einfach so frei von der Leber weg erzählen. Ich werde das nicht großartig schneiden, einfach hochladen für euch, weil mir die Transparenz einfach wichtig ist und weil mir wichtig ist, dass ihr seht, dass das jetzt irgendwie nichts ist, was ich mir vorher tagelang überlegt habe, beziehungsweise das halt in eine gewisse Wortform bringen möchte, um mich auch besser darzustellen, sondern ich möchte einfach das sagen, was ich sagen möchte, so wie ich es auch in dem Moment fühle und also so wie ich es momentan einfach fühle. Zuallererst müssen wir darüber sprechen, und das ist auch eins der absolut wichtigsten Themen hier. Ab heute verabschiede ich mich von den offenen Haaren und es wird nur noch diese Frisur zu sehen sein. Denn bei diesen Temperaturen, Mädels, Jungs, ist es bei euch auch so warm, habe ich keine Lust auf lange Haare, die offen irgendwo rumfliegen. Und falls ihr euch noch wundert, warum das hier so dunkel aussieht. Die sind nass und das wird auch ein Dauerzustand. Also bitte gewöhnt euch, nasse Haare und Dutt, das werdet ihr die nächsten Wochen und Monate zu sehen bekommen. Denn es ist so warm hier in Berlin, das ist der Wahnsinn, wie schnell das jetzt auch ging. Ich hoffe auch, dass es vom Licht her passt, denn es ist natürlich nicht bei dem Tag geblieben, an dem ich eigentlich das Video drehen wollte, weil es hier so warm wurde in unserer Dachgeschosswohnung. Und ich, das ist jetzt auch abends schon. Und deswegen ist es schon etwas dunkler, weil es einfach tagsüber kaum auszuhalten ist. Und wir natürlich auch versuchen, so viel wie möglich draußen zu sein, an kühlen, schattigen Plätzen und dann abends dann die Wohnung schön durchzulüften. Ich hoffe, dass euch die Geräusche von draußen nicht zu sehr stören. Gut, um das jetzt hier nicht arg lang in die Länge zu ziehen, würde ich sagen, fange ich einfach mal an. Es ist ein bisschen... Ja, ich wollte das Video eigentlich schon was länger gemacht haben, aber ich war noch nicht an dem Punkt, dieses Video zu drehen, weil ich noch nicht an den Punkt gelangt bin, an den ich jetzt gelangt bin oder an den ich gelangen wollte, so muss man sagen. Und zwar folgendes. Ihr wisst, ich habe gesagt, ich möchte abnehmen. Ich habe die Sportvideos hochgeladen, die Foodhaul-Videos hochgeladen. Ich habe am Anfang auch Wiege-Updates hochgeladen und dann habe ich irgendwann kein Wiege-Update mehr gemacht. Und das ist auch der Grund, warum jetzt dieses Video kommt. Denn als ich anfing damit zu sagen, okay, ich begleite meine Abnahme mit YouTube, war mir vieles noch unklar. Also ich wusste nicht genau, wie ich die Videos aufziehen möchte. Ich wusste nicht genau, dass mir das so viel Spaß macht. Ob das überhaupt jemand guckt, ob es überhaupt Leute gibt, die da vielleicht auch schon... Ja, ich habe zu meinem Mann gesagt, wenn da ein, zwei Frauen oder Männer dabei sind, die dann irgendwie so, die ja auch dasselbe durchmachen wie ich und dann eben, man sich da gegenseitig austauscht. Das fand ich halt total toll und jetzt ist das schon irgendwie so... groß irgendwie. Für mich ist das schon riesig und ich freue mich darüber total und bin auch dankbar. Ich denke, das merkt man halt auch. Und was mir aber am aller wichtigsten war einfach, dass ich für mich selber gesagt habe, egal wie ich das aufziehe später, egal was für Ideen ich habe, egal was ich aus diesen Videos später mache, eins ist mir ganz, ganz wichtig und das ist eben diese Transparenz. Und ich möchte kein YouTuber sein oder ich möchte halt einfach niemand sein, der was hochlädt und so diese Scheinwelt da produziert. So dieses, ja, bei mir läuft alles gut und ich bin immer an den Punkten und meine Abnahme läuft so toll und bei mir sieht es zu Hause immer toll aus. Nein, ich habe keine Putzfrau. Nein, es geht mir darum, ich möchte gerne was Ehrliches, was Offenes, eine offene Kommunikation, einen offenen Austausch darüber, ob es gut läuft, ob es schlecht läuft. Ich möchte euch einfach wirklich mitnehmen und möchte einfach auch sagen können, wenn es mir mal nicht so gut geht oder wenn ich mir Sachen vorgenommen habe, die nicht so gut geklappt haben. Denn ich finde, das gehört zu diesem Weg dazu und ich möchte hier einfach nichts vorheucheln. Und genauso wie auch meine Videos irgendwo so ein Stück weit...
sich immer weiterentwickeln, entwickelt man sich ja selber auch weiter. Und auch gerade bei der Diät ist es eben halt auch dasselbe. Man entwickelt sich weiter und findet immer wieder neue Sachen über sich heraus. Sachen, die nicht funktionieren, Sachen, die funktionieren. Und wichtig ist nur, dass man sein Ziel nicht aus dem Augen verliert und dass man sich nicht umdreht und weggeht. Ja, so. Und kommen wir mal zu den Sachen, die mich so beschäftigen. Und zwar, ich bin ein Stück weit gescheitert, weil ich mich selbst, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich habe das Ganze unterschätzt und mich ein bisschen überschätzt. Und zwar bin ich von falschen Grundvoraussetzungen ausgegangen. Ich habe als, zwei, ja, 2019 war, genau, als es 2019 war, habe ich ja das erste Mal mit Weight Watchers gestartet und da richtig gute Erfolge erzielt. Und ich dachte, daran könnte ich halt direkt wieder anknüpfen, weil normalerweise bin ich jemand, der sagt, so, ich mache jetzt das, ich gehe diesen Weg und dann gehe ich. Ja, genau so war es, als ich gesagt habe, ich höre auf zu rauchen. Das hat so einen Monat gedauert oder so und dann war das für mich erledigt. Und seitdem bin ich auch rauchfrei, weswegen ich super, super glücklich bin. Und das war 2019 eben genauso. Ich habe mich dafür entschieden, mit Entschuldigung. Ich habe mich dazu entschieden, mit Weight Watchers anzufangen und ich habe es halt einfach durchgezogen und es lief halt wirklich auch optimal. Und daran wollte ich anknüpfen und das hat nicht funktioniert. Und das hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Und das soll jetzt kein Video werden von wegen, ja, ich habe 5000 Ausreden, weil, sondern das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das einfach nicht bedacht. Ich habe an viele Sachen einfach nicht gedacht. Zum einen, ich bin gerade Mama geworden. Mein ganzer Hormonhaushalt ist noch total am Durchdrehen. Ich habe manchmal Gelüste. Ich bin manchmal total, weiß ich nicht, am Boden zerstört und dann wieder total am Lachen und keine Ahnung was von jetzt auf gleich. Ich habe mega Stimmungsschwankungen, was halt normal ist nach der Geburt, was aber bei mir direkt nach der Geburt nicht eingetreten ist. Deswegen dachte ich, ich habe das einfach nicht. Also viele haben das ja direkt im Wochenbett selber, so ein Auf und Ab. Das hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte auch kein Problem mit Blutung oder sonst irgendwas. Und dementsprechend dachte ich einfach, das ist bei mir halt schon vorbei. Aber das war es halt eben nicht. Dann hatte ich den Fakt, ich meine, ich bin gerade Mama geworden. Natürlich habe ich ein kleines, süßes Mäuslein, was halt auch immer mehr Aufmerksamkeit bedarf, was immer mehr spielen und bespaßt werden möchte. Und es ist auch absolut in Ordnung, was aber ein bisschen kontraproduktiv zu meiner Art von Essstörung ist. Denn mir fällt es unglaublich schwer, morgens, mittags, abends zu essen. Bei mir ist es so, ich stehe morgens um 8 Uhr auf und mittags um 15, 16 Uhr merke ich, oh, ich habe noch gar nichts gegessen. Und das ist bei mir ja das Verheerendste, denn mein Körper ist dauerhaft auf einer Art von Notstand und dann muss ich was essen, weil mir so schlecht und schwindelig ist. Und dann esse ich natürlich etwas, was schnell, schnell da ist und das ist oftmals halt auch nichts Gutes, hat schon viele Kalorien. Dann ist es halt auch so, ich esse nun mal gerne Süßigkeiten, also ich sehe nicht so aus, weil ich den ganzen Tag nichts esse, um Gottes Willen. Das begünstigt einfach nur den ganzen Prozess, ja. Mein Körper ist überhaupt nicht mehr darauf ausgelegt, sage ich mal, zu verstoffwechseln, ja. Und wenn ich dann was esse, dann ist das direkt so, oh, wir müssen es einlagern, die Krise kommt, die Krise ist da, ja. Und aus diesem Kreislauf möchte ich ja ausbrechen. Was natürlich schwierig ist, wenn man jetzt eben eine kleine Tochter hat, die es einem dann noch ein bisschen erschwert, sage ich mal, so ein bisschen diesen Rhythmus zu finden, was aber nicht heißt, dass es nicht geht. Es liegt ja an mir. Ich bekomme es ja aktuell nicht so hin. Dann muss man sagen, und das war halt auch ein Grund, der mir super, 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 super schwer gefallen ist. Und ich glaube, das hat man, wenn ihr meine Foodhauls verfolgt, auch mitbekommen. Ich konnte vieles nicht mehr essen. Und das war das Allerallerschwierigste. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für einen Kampf ich hatte, was zu essen zu finden. Ich wollte wirklich in diesen Punkten bleiben und ich habe dann teilweise nichts gegessen, weil ich nicht wusste, was ich essen soll, weil mir das, was ich da hatte, nicht geschmeckt hat. Ich konnte keinen Joghurt mehr essen, ich konnte aber kein Skyr mehr essen, ich konnte bestimmte Sachen nicht mehr trinken, ich konnte bestimmte Brotsorten nicht mehr essen, weil ich einfach Sodbrennen bekommen habe. Die Mandelmilch konnte ich nicht mehr, das ging gar nicht mehr an mich. Ja, da habe ich ja dann die Hafermilch gefunden. Ich weiß gar nicht, ob mir das jemand empfohlen hatte. Ich glaube, sogar meine Schwester hat gesagt, ich soll die mal probieren, weil sie die probiert hat. Und ich irgendwie von Hafermilch erstmal gedacht habe, oh, nee, das schmeckt bestimmt nicht. Und jetzt im Endeffekt super glücklich bin, dass ich die für mich gefunden und entdeckt habe. Ja, viele Sachen
es ging einfach nichts mehr an mich, ja. Und das, was ich vorher gemacht habe, was ich halt so 2019 gemacht habe, hat einfach nicht mehr funktioniert. Und jetzt kamen noch diese ganzen anderen Umstände, dass ich gerade erst ein Kind auf die Welt gebracht habe, dass ich Mama bin, dass die kleine Maus einfach halt auch Aufmerksamkeit bedarf und die Essstörung plus eben dieses, ja, ich habe nichts zu essen, ich finde nichts, was mir wirklich aktuell schmeckt und was halt eben auch in diesen Weight Watchers Plan reinpasst, außer jetzt Sachen, die ich natürlich gekocht habe. Also ich habe viel gekocht, aber ja, so die Mittagsessen-Sachen, die sind natürlich auch immer von den Punkten her hoch. Also bei mir hat sich's meistens ums Frühstück und das Abendessen gedreht. Und das war halt ein super krasses Problem. Und dann war natürlich noch YouTube. Der Druck, den ich mir dann selber noch gemacht habe, was nicht schlimm ist. Also ich mag eigentlich Druck und ich finde es auch gut unter Druck so ein bisschen. Ja, deswegen habe ich mir das ja auch ausgesucht. Aber das kam dann auch noch dazu, ja, dass ich mich selber so unter Druck gesetzt habe und gesagt habe, ich muss das jetzt und ich wollte halt nicht da dastehen und sagen, ja, nee, klappt jetzt nicht oder ich wollte auch nicht so tun, als hätte ich jetzt irgendwelche Ausreden oder Ausflüchte oder so und da bin ich ziemlich, ziemlich verzweifelt. Also und ich muss sagen, eure Unterstützung und euer positives Feedback haben mir da wirklich extrem geholfen. Also ich bin da einfach mega, mega dankbar. Ich hätte das niemals gedacht, dass das auch so gut angenommen wird und dass das so schnell schon so groß wird. Also für mich ist das ja riesig jetzt schon. Und auch was für eine tolle Anteilnahme, die Leute, die sagen, dass ich ihnen sympathisch bin und dass sie meine Videos schätzen. Und ja, das tut halt auch gut und das bestätigt einfach nur, dass es mir halt auch unheimlich Spaß macht. Oh Gott, jetzt, ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich anfange zu heulen. Weil das ist, ich wollte das halt schon länger auch mal ansprechen, das Thema, weil das ist halt, ja, das hat mich halt schon belastet, ne? Also, es ist halt blöd, wenn man sich was vorgenommen hat und das funktioniert dann einfach nicht. Und dann habe ich auf Biegen und Brechen versucht, es irgendwie hinzubekommen und bin jede Woche mega gescheitert an meinem Abnehmen. Also ich habe nicht zugenommen, aber ich habe auch großartig nichts abgenommen. Ich war dann mal, ich habe ja gestartet mit 111,9, hatte dann 112,9, nachdem meine Schwester gegangen ist. Dann ist das mal auf 109 runter und dann pegelte das immer. Also zwischen 109 und 112 und immer wieder hoch, runter. Und das war halt, weil ich einfach teilweise gar nicht in den Punkten drin bleiben konnte, weil ich es manchmal auch einfach nicht geschafft habe wegen meiner Gelüste. Und weil das alles irgendwie in Konstellation und in Summe so nicht funktioniert hat für mich. Und dann gab es so einen Moment, wo ich halt bei meinem Mann gesessen habe und habe halt auch geweint und habe gesagt, ja, das kann doch nicht sein, dass es nicht geht, ja, weil alles halt so anders ist und man sich halt auch selber nicht mehr so kennt, wie es halt so war, ne, wie man halt vorher einfach war. Und ja, dann hat er mich in den Arm genommen und hat gesagt, ist alles gut, das schaffen wir, das schaffst auch du, sei nicht so streng mit dir. Und da hat er halt einfach auch recht, weil es ist einfach nicht mehr so, wie es vorher war. Ich bin jetzt nicht mehr derselbe Mensch, ich bin jetzt Mama, mein Körper hat sich verändert, ich habe mich verändert und mein Körper braucht und will jetzt halt auch andere Sachen und das muss ich erstmal für mich rausfinden. Das habe ich jetzt Gott sei Dank zu einem Stück schon für mich rausgefunden. Das heißt, ich bin jetzt auch seit ungefähr einer Woche erfolgreich wieder in den Punkten drin und bin auch mega, mega happy. Eine Abnahme habe ich jetzt nicht großartig zu verbuchen, aber das ist nicht so schlimm, denn wie mein Mann immer sagt, Fortschritt, nicht Perfektion. Oh, jetzt kriege ich noch nicht mal das ausgesprochen. Also mein Mann sagt immer Fortschritt, nicht Perfektion. Und da hat er einfach recht. Ich habe mir 1-2 Wochen Zeit genommen, habe nochmal tief durchgeatmet, bin in mich gegangen und ich finde das auch nicht schlimm oder verwerflich, einfach zu sagen, ich bin noch mal kurz stehen geblieben, ich bin auch noch mal einen Schritt zurückgegangen, aber ich habe immer noch in die richtige Richtung geschaut. Ich habe mich nicht umgedreht, ich bin nicht in die andere Richtung gelaufen, sondern ich habe einfach noch mal ganz kurz für mich innegehalten, bin noch mal einen Schritt zurückgegangen und habe den Druck auch rausgenommen und habe für mich gesagt, okay, ich muss einen anderen Plan machen. Ich brauche für mich im Kopf einen anderen Plan. Und der steht jetzt auch für mich.
Das ist auch gut für mich mit den Workouts, die ich jetzt halt schon am konzipieren bin. Und ja, ich bin einfach ein, ja, ich habe einfach noch mal so ein, ja, so einen Rundumschlag gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist, finde ich halt, wie gesagt, nicht verwerflich, das zu tun, sondern manchmal ist es einfach cleverer, nochmal stehen zu bleiben, nochmal tief durchzuatmen und einfach nochmal zu überlegen, okay, weil es hat sich ja nichts geändert. Also ich weiß ja immer noch, wo ich hin will. Aber so, wie ich halt gestartet bin, komme ich einfach nicht dahin. Und ich werde trotzdem Weight Watchers machen, also das auf alle Fälle, weil das was ist, was mir hilft. Ja, jetzt kommt es halt erstmal darauf an, Mini-Schritte zu machen. Also für mich ist es jetzt erstmal wichtig, wirklich zu gucken, morgens, mittags, abends zu essen. Das ist das Allerwichtigste, weil sonst alles andere mir nichts bringt. Ich habe auch mit einem Freund gesprochen, der ist Ernährungs- und Sportwissenschaftler. Das hatte ich ja auch schon mal im letzten Video gesagt, dass ich halt da Kontakte habe. Und der ist da auch der Meinung, dass man erstmal diesen Rhythmus hinbekommen muss, um eben diese Verstoffwechslung meines Körpers einfach auch wieder hinzubekommen. Und ja, dahin möchte ich jetzt als allererstes gehen, wirklich morgens, mittags, abends zu essen. Und das klingt eigentlich so blöd, weil das sollte ja jeder Dulli eigentlich können. Aber berufsbedingt, ich komme halt aus der Gastronomie, habe ich das großartig nie gelernt. Ich hatte großartig nie die Zeit. Ich bin morgens um 11 Uhr auf Arbeit oder so und dann habe ich gegessen, wenn halt irgendwann mal Zeit war. Und das war dann meistens irgendwann 16, 17 Uhr oder so. Und ja, deswegen muss man das lernen, ist aber auch gar nicht verkehrt, hat eine gute Zusatzkomponente, denn ich will ja auch mit der Kleinen irgendwann dann regelmäßig frühstücken. Aktuell kriegt sie ja noch Milch und beziehungsweise nicht nur frühstücken, sondern halt auch, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich will jetzt auch nicht zu sehr abschweifen. Ich denke, ich habe gesagt, was ich sagen möchte. Ja, und es ist mir auch wichtig, dass ihr das einfach wisst. Also ich bin dran. Ich möchte gerne den Weg gehen, aber großartig einen Gewichtserfolg auf der Waage habe ich noch nicht zu verbuchen. Das Einzige, was ich verbuchen kann wirklich, ist, dass ich ein Stück weit fitter bin. Ich merke, dass die Sportübungen, die ich gemacht habe, schon was gebracht haben und ich kriege auch meine Jacke besser zu vorne. Also das ist das, was ich auf jeden Fall gemerkt habe. Ich weiß, viele sagen, man soll sich nicht so sehr auf die Kilozahl auf der Waage versteifen, aber es ist ja trotzdem was, was einen ziemlich frustriert, wenn man denn dann immer nur, ja, sieht, dass es nicht vorwärts geht. Aber ich versuche da jetzt so ein bisschen ruhiger zu sein oder ich glaube, ich bin da auch schon ein Stück weit ruhiger geworden. Ich habe das große Glück, dass ich meinen Mann als mega Unterstützer an meiner Seite habe, der mich da versucht und ja, der da einfach mich mega pusht und mir da Zuspruch gibt und sagt, hey, du hast schon voll viel geschafft und bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und das, denke ich, ist halt auch eben das allerwichtigste. Ziel ist immer noch angepeilt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen und Monate gemeinsam mit euch durch dieses Erlebnis durchzustapfen und zu warten. Und ja, ich denke, dass es gut wird. Und freue mich halt auch eben darüber, dass es jetzt schon zumindest punktemäßig ein bisschen besser läuft und ab nächster Woche, also für euch ab morgen im Prinzip, ja, habe ich das mehr oder weniger so ein bisschen timermäßig, dass ich wirklich morgens, mittags, abends um eine bestimmte Uhrzeit versuche zu essen. Ich bin zu Hause, das sollte eigentlich möglich sein. Und ja. Das war es auch eigentlich schon, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, dass das Video jetzt nicht allzu lange geworden ist. Ich hoffe, dass ich da so am Ball geblieben bin, weil, wie gesagt, ich habe einfach jetzt drauf losgequatscht. Ich hoffe, dass es verständlich war. Und ja, wie ist es denn bei euch? Also erzählt mir sehr, sehr gerne, ob ihr da ähnliche Probleme habt, ob ihr da auch vielleicht mal so ein bisschen am Struggeln wart und nochmal neu irgendwie von vorne anfangen musstet, in Anführungszeichen. Vielleicht auch gerne mal die Mamis unter euch, wie es dann nach der Geburt für euch gelaufen ist. Ich weiß, es gibt viele, viele Muttis von euch, die ebenfalls auch nach der Schwangerschaft dann ihre Schwangerschaftskilos loswerden wollen. Und ja, also ich bin über jedes
über jeden Kommentar dankbar und über jeden Tipp sehr, 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 sehr dankbar und freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen. Und damit das jetzt nicht allzu lange wird, würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich denke, alles, was ich so sagen wollte, war drin. Dann sehen wir uns die Tage jetzt beim nächsten Food Haul. Und dann freue ich mich, in der nächsten Zeit auch Wiege-Updates bringen zu können und dann eben auch positive Erfolge berichten zu können. Bis dahin. Tschüssi.